Hallo und herzlich willkommen, liebe Tutorial-Freunde. Hier ist euer Ruvi und ich zeige euch heute mal, wie man Minecraft mit dem neuen Launcher mehr RAM zuweist. Im alten Launcher hatte ich ja bereits vorgestellt, wie das über die Systemvariable ging. Und zwar hier einmal über diese Path-Variable, dass man da den Speicherort von Java angibt und die andere Variable, wo man dann gesagt hat, wie viel Arbeitsspeicher Java benutzen darf. Ich habe mittlerweile einfach, weil es sinnvoller ist, wenn ich nebenbei noch Server laufen habe und so weiter oder mehrere Java-Programme, dann kann man das nicht machen mit dem RAM, da lässt sich nur eins starten, deshalb habe ich die andere gelöscht und nur die Path hier drin gelassen. Im neuen Launcher gestaltet sich das zum Glück um einiges einfacher. Hier haben wir den Launcher, das Ganze einfach auf Edit Profile ganz einfach zu machen. Dann wisst ihr sicherlich alles, was man hier einstellen kann, kann man ziemlich viele Sachen machen. Wir brauchen aber JVM Arguments. Hier haben wir dieses XMX, was wir schon aus dem alten Video kennen, und hier unten das XMN. XMN ist das Mindeste, also er benutzt mindestens 128 MB und momentan maximal 2 GB. Das kann man einfach mal erhöhen. Ich mache das bei mir jetzt mal auf 4 GB, also die Hälfte von meinem Arbeitsspeicher. Ich würde euch empfehlen, nie über die Hälfte als euren Arbeitsspeicher rüber zu gehen. Nehmt also am besten die Hälfte oder ein Drittel. Am besten sind 1, 2 oder 4 GB. Alles drüber wird dann meistens eh nicht benutzt. Das war's dann von mir auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit dieser kleinen Aktualisierung des alten Videos. Und wenn ihr Fragen habt zu Minecraft generell, stellt die gerne unten rein. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf meinen neuen YouTube-Kanal verweisen. Hier einfach mal groß verlinkt, wen es interessiert. Da geht es um Hardware. Ich erkläre so ein paar Sachen, was man wissen sollte. Hardware, Software, alles, was da so sein sollte. Ich bin gerade dabei, den ein bisschen aufzubauen, also seht mir das bitte nach, falls der jetzt noch nicht so weit entwickelt sein sollte zum Zeitpunkt, wo ihr das Video guckt. Aber ich hoffe, ihr schaut trotzdem mal vorbei, lasst vielleicht dort eine Bewertung da, einen Kommentar, was ich besser machen könnte, weil das sind echt Videos, die sind viel komplizierter produziert als die hier und deshalb bin ich echt auf euer Feedback angewiesen. Vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns.